Servus und hallo zu einem neuen Projekt von mir, genauer gesagt einem epischen Megaprojekt. Es wird ziemlich lange dauern, nämlich Let's Play. Baldur's Gate, die Trilogie davon. Diese besteht aus Baldur's Gate 1, dem Add-on dazu, Legenden der Schwertküste, Baldur's Gate 2, Schatten von Arm und dem Add-on davon, Thron des Baal. Da das Spiel etwas Besonderes ist, noch zusätzlich komplexer und länger als die üblichen Projekte von mir, habe ich mir überlegt, sollte ich ein Vorwort zum Spiel selbst verlieren und noch dazu die Installationsart und meine Hintergründe, warum ich dieses Projekt ausgewählt habe, erläutern. Ja, zuallererst, was ist eigentlich Baldur's Gate? Baldur's Gate ist ein 1998 entwickeltes Rollenspiel von BioWare. Das war deren zweites Spiel überhaupt, was sie entwickelt haben. Und das erste Rollenspiel sozusagen. Und es ist der Urvater sozusagen von heutigen Rollenspielen wie Dragon Age und Mass Effect. Oder rollenspielähnlichen Spielen. Auch schon damals hat man, und vielleicht sogar noch tiefer, hatte man schon Beziehungen in Rollenspielen. Und die Tiefe der Geschichte ist unglaublich. Außerdem bekam BioWare von Black Isle Studios Unterstützung bei der Entwicklung. Und gepublished wurde das Spiel ursprünglich von Interplay Entertainment. Mittlerweile müsste es jetzt Atari, glaube ich, sein. Ja, was gibt's noch zu Baldur's Gate zu erzählen? Es ist auf jeden Fall ein sehr geschichtslastiges Rollenspiel und spielt in der Welt der Forgotten Realms, einem Reich, welches einem Fantasy-Mittelalter gleicht. Also, da gibt's Götter, Magier, Krieger und Schurken, die Welt bevölkern. Und nebenbei gibt's halt noch eine Menge von bösen Kreaturen. Angefangen vom einfachen Goblin bis hin zu riesigen Betrachtern oder Drachen. Ähnlich der Welt von Dragon Age, könnte man fast sagen. Ja, für die jüngeren Zuschauer, ähnlich wie Dragon Age. der Kontinent heißt Faerûn, auf dem es alles spielt, und steht im Hauptfokus. Generell, die Gegend, also in der wir das Spiel spielen, ist auch schon in mehreren Fantasy-Romanen aufgetaucht. Zum Beispiel die bekannteste Geschichte handelt vom Dunkelelfen Drisdorden, der auch hoffentlich in dieser Spielreihe uns über den Weg laufen wird. Genug vom Spiel selbst, ich möchte nicht zu viel spoilern. Den Rest werden wir in den Tiefen der Geschichte noch erfahren. Jetzt ein bisschen zum Technischen. Baldur's Gate 1 allein unterstützt in seiner Originalfassung nur eine Auflösung von 640x480, Baldur's Gate 2 schon 800x600. Da dies nicht mehr so zeitgemäß ist, habe ich einmal gegoogelt und dabei das Big World Project entdeckt. Anscheinend hat sich damals eine riesige Fan-Community um das Spiel aufgebaut und da BioWare so nett ist und meistens Entwicklungstools mit veröffentlicht, gibt es auch eine riesige Zahl von Mods für das Spiel. Angefangen von Balancing-Verbesserungen hin zu neuen Quests und ganzen Gebieten. Das Big World Project ist eine Gruppierung von Moddern, welche sich zum Ziel gesetzt haben, die zwei Teile von Baldur's Gate, also beziehungsweise und deren Add-ons, in einem Spiel zu vereinen und die Übergänge fließend zu gestalten, sodass man ein riesiges Spielerlebnis bekommt. Mal zum Vergleich, dass auch die Karten sich geändert haben. Hier einmal die zwei Karten. Wie viel das größer geworden ist, kann man da gut sehen. Ich habe auf der einen Karte, auf der großen Karte markiert. Ja, wie sind denn die ursprünglichen Größen gewesen? Das Big World Project hat einen Installer bereitgestellt, der automatisch nicht nur das Hauptmod, also dass die ganzen Welten zusammengefasst werden, installiert, sondern auch, wenn gewünscht, weitere Modifikationen. Es gibt über 400 Modifikationen, die man noch hinzufügen kann. Eine genaue Auflistung der Modifikationen und deren Inhalt könnt ihr immer über einen Link in den Videobeschreibungen euch auflisten lassen, also was ich da genutzt habe. Meine Installation entspricht der Sammlung der empfohlenen Installationen. Durch ein R in der Liste markiert. Hervorzuheben sei auf jeden Fall, dass durch die Mods das Spiel auch in 1920x1080 spielbar wird, was ich auch machen werde.
Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Spielfiguren und Texte kleiner werden. Dafür hat man eine größere Übersicht auf der Karte. Da die Spielcharakter oder ähnliches allerdings nach 15 Jahren für Grafikjunkies auch in der Größe 640x480 nicht gerade ein Augenschmaus wären, habe ich mich dazu entschlossen, einfach das auf der höchsten Auflösung, die mir zur Verfügung steht, aufzunehmen. Die Texte werden sowieso von mir nahezu komplett vorgelesen, also sollte es kein größeres Problem darstellen. Falls ihr selbst die Originalspiele besitzt, aber trotzdem kostenlos auch diesen riesigen Extra-Content wünscht und nicht extra die Enhanced-Version kaufen wollt, die vor kurzem veröffentlicht wurde, und aufs Projekt Eternity warten wollt, welches über Kickstarter hier eine sozusagen Baldur's Gate wiederbeleben soll oder was Neues da generieren soll, was in diese Richtung geht, dann könnt ihr natürlich auch diesen riesigen Content nutzen, da die Seite auch verlinkt ist. Kostenlos ist alles da zu finden. So viel zum technischen Hintergrund. Was ist mein persönlicher Hintergrund mit diesem Spiel? Warum spiele ich ein Spiel, was schon fast 15 Jahre alt ist? Baldur's Gate war mein allererstes Rollenspiel auf einem PC. Ich erinnere mich noch gut, dass ich anfangs nicht genug Arbeitsspeicher hatte, um es flüssig zu spielen. Ich glaube, ich hatte damals 32 MB RAM und verlangt wurde 64 MB RAM. Ja, so waren die Zeiten früher. Da ich gerne diese Erinnerung für lange behalten möchte, wollte ich dieses Projekt unbedingt aufnehmen, bevor mit Windows 8, 9, XYZ es dann einfach nicht mehr möglich wird. Auch trotz Modder oder was weiß ich. Wir kennen es ja von einigen alten Spielen, die unter 64-Bit nicht mehr lauffähig sind. Schade. Außerdem habe ich das Spiel zwar gefühlt tausendmal angespielt, weil es ist so komplex, schon allein der Anfang. Werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, falls ihr noch weiter Interesse habt. Es gibt so viele Möglichkeiten und selbst der Anfang bietet schon tausende Möglichkeiten. Und ich wollte einfach einen perfekten Start haben. Ja, so einfach ist es. Aber noch zusätzlich hinzukommt, dass ich die Reihe von Anfang nie bis zum Ende durchgespielt habe. Ich habe zwar Baldur's Gate 2 dann durchgespielt, aber Baldur's Gate 1 nicht. Und das nicht mit einem Charakter von Baldur's Gate 1. Das finde ich schade, das möchte ich deswegen nachholen. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Regeln oder wie die Spielprinzipien verlaufen, werde ich auf jeden Fall noch im Spiel selbst erklären. So, und jetzt noch ein paar Worte, wie ich das Spiel überhaupt spielen werde. Ich werde daraus ein wirkliches Rollenspielerlebnis machen, heißt, ich werde mich selbst in eine Rolle versetzen und versuchen, wie diese zu handeln und nicht wie Shadows tun würde. Also, als Beispiel hier, meine Gruppe soll eher zu den Bösen gehören, die ich, meiner Meinung nach, war in diesem Spiel, ist immer für gute Spieler oder die halt den Guten gefolgt sind, das ist in den meisten Spielen irgendwie so, es ist einfach einfacher. So kommt es mir zumindest vor. Oder es bieten sich mehr Möglichkeiten für die. Deswegen habe ich mir gedacht, als böse Truppe oder dem bösen, eher zugeneigten Gruppe wäre vielleicht etwas herausfordernder. Deswegen werde ich öfter mal Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht gerade allgemein Wohlwollen finden. Aber das macht nichts. Es ist eine Rolle, die ich da spiele. Ich persönlich würde wahrscheinlich alles mit ganz gut machen. Siehe Recooning-LP zum Beispiel. Außerdem werde ich, wie schon erwähnt, fast alle Texte vorlesen und, falls es Sinn ergibt, meine Stimme anpassen. Ich kenne zwar das Hauptspiel, aber durch den Content der Modifikationen wurde es sehr stark verändert. Da kann man das LP als blind ansehen. Zum Beispiel. Durch einen Test habe ich herausgefunden, dass der Schwierigkeitsgrad durch die Modifikation, also durch das angebliche Balancing, ja, zumindest für Anfangscharakter stark nach oben geschraubt wurde. Und daher wird wahrscheinlich ein häufiges Speichern und
wenn ich drauf gehe, laden, des Öfteren vorkommen. Da möchte ich keine Illusion erwecken. Ich werde als eigenen Hauptcharakter eine Spezialisierung der Klasse Druide nehmen. Aber dazu gibt es genauere Informationen in der Charaktererschaffung dann. Ich glaube, das war alles, was ich vorweg sagen wollte. Ich danke, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, dass euch das LP und die Welt von Baldur's Gate gefällt. Taucht doch einfach mit mir in eine riesige Welt ein und wir werden eine epische Geschichte erzählt bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur ersten Folge vom Let's Play. Ciao.